Ich wünsche mir ein Europa, der Regionen, das selbstbestimmt ist, das nicht zentralistisch geleitet wird, sondern wo die Menschen in einer Region bestimmen können, wie sie leben wollen, was sie machen und wie sie es machen. Ich wünsche mir aber auch ein Europa, das Standards setzt. Standards im Sozialen, Standards in der Bildung, Standards in der Steuergesetzgebung. Ich will, dass Wertschöpfung dort steuerlich belastet wird, wo sie stattfindet und nicht über Europa und durch die Welt geschickt werden kann. Ich wünsche mir ein Europa, das solidarisch ist. Ich wünsche mir ein Europa, wo die Jugend eine Zukunft hat, eine Perspektive hat. Und ich wünsche mir ein Europa, das innovativ bleibt und eine innovative Kraft für dieses Jahrhundert entwickelt. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass das die eigentliche Überlebensstrategie für diesen Kontinent ist. Ich wünsche mir ein Europa, wo das Europäische Parlament gestärkt ist und wo Entscheidungen, wie sie jetzt in den letzten Jahren und Monaten stattgefunden haben, wo einzelne Menschen über das Kapital vieler Menschen entscheiden, nicht mehr stattfinden können, sondern wo es von Parlamenten, von legitimierten Menschen abgesichert ist. Ich bin überzeugt, dass der Eugen Freund jemand ist, der genau für sowas einsteht. Ich wünsche mir ein Europa auch, wo nicht jede Gurke reguliert ist, sondern wo Menschen mit ihrer Kreativität etwas beitragen können und wo es weitergeht, wo wir sehen, das hat eine Kraft. Ich wünsche mir ein Europa mit einer gemeinsamen Gedächtniskultur, ein Bewusstsein, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben in diesem Europa und nicht nationale Geschichten haben. Ich wünsche mir aber auch, dass wir in diesem Europa Österreicher sein können, mit unseren Qualitäten, mit unserer Kraft, mit unserer Energie, mit unserer Innovationskraft. Und dass das aber dann in einem gesunden Wettbewerb zu den anderen europäischen Mitgliedern steht. Und dass es dort einen Austausch gibt. Und dass ich mir irgendwann einmal keine Gedanken machen mehr muss darüber, ob das jetzt ein Pole ist oder ein Albaner oder ein Spanier oder ein Grieche oder ein Portugiese oder ein Finne, sondern ich ihn deswegen wertschätze, weil er eine Leistung bringt, eine Leistung für eine Gesellschaft. Und das finde ich spannend und das wäre mein Wunsch, Europa.